gar nicht. Hier ist Gorsch Tango treffen, na? Saure Sache. Hallo, Christian. Ja, moin, Medi. Ja, wie schaut denn aus hier von meiner Seite? Geht, weil ich habe das Ding gerade mal angeschlossen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie es geht. Ich muss drehen und hin und her machen noch alles erst. Ja, du bist hier fast der Stärkste in der Runde. Das ist ja unglaublich, Christian. Nee, klappt einmal zwei. Radio 5, Santiago 7 irgendwo. Ja, ist ja voll. Ja, ich habe aber noch kleine Dingsbums hier, also nichts Wildes im Moment, ne? Ja, ich gebe hier schon Gas, ne? Tief hier in den Spitzen 300. Ja, Santiago 9 bis 10 nach und Radio volle UKW. Hervorragende Sache, danke für den netten Rapport. Ja, soweit hier voll. Wir sitzen hier in unserem Klappenfix. Abzählen, Color City, weiß ich nicht. Rotstrahler an. Der Michael, der hat sich original 7 Stücke Fleisch. 6? Ja. Von wegen. Irgendwie 4 Stücke Fleisch hat er sich da gerade gegrillt und reingezogen. Ich kenne mich wieder, ich werde blass. Hallo, das kann schon vorkommen. Und wo seid ihr da genau jetzt, Medi? Wo ist das? Ja, meine Stationsbeschreibung hier, das ist in der Nähe von, bei Gemünd noch ein Stückchen weiter, Hellental heißt das. Und der Berg nennt sich Weißer Stein. Und da sind hier 700 Meter NN und dann haben wir hier noch einen 30 Meter Holzturm und da drauf noch 10 Meter Schiebemast und dann die IMAX. Ja, das hört sich ja gut an. Warte mal gerade, will mal gerade sehen, ob ich da ein bisschen mehr machen kann. Moment. Ja, mach ruhig. Ja, klappt schon. So, ja, Patrick, noch hier? Ja, ich bin noch hier. Ja, das lohnt sich ja auch im Moment auf FM kaum, da war es viel zu viel QM. Wie war es bei euch? Habt ihr noch Kontakte gerade gemacht oder war auch kurz zu viel QM? Ja, es geht so. Also hier oben auf dem Berg, da hören wir eigentlich den Fuchsbursen, so, wenn man es mal so sagen will. Also auf der 2 war gar nichts mehr los. Hier sind irgendwelche von Lokal da drauf gefahren, die haben sich über irgendwelche Gavisorten unterhalten. Ja, ich hatte Tobi mal ganz kurz auf FM gehört, weil er gerufen hatte. Ja, Grillen haben wir jetzt auch schon, wir sind satt. Durst haben wir noch. Sonst ist das eigentlich ganz okay hier. Ich höre euch alle super hier oben, nur das wird gleich eine Nacht- und Nebelaktion, wenn wir hier wieder abhauen wollen. Aber die Antenne steht, wackelt, sitzt, hat Luft, alles prima hier oben. Hervorragend, freut mich. Ja, hört sich auch gut an. Macht also wirklich ein sehr schönes Signal hier, sehr schöner Radiowert, einwandfrei. Ne, doch, das macht Spaß zuzuhören, Patrick. Schöne Arbeit. Danke, danke. So muss das sein, war Björn. Ja, mir liegt ja gerade was auf der Zunge, aber ich weiß, ja doch, ich sag's. Also auf jeden Fall besser als die ersten paar Aktionen von den Kapitulationsfunkern. Ja, und dann Waterpiece mit dem Radelta möchte auch noch was sagen, bitteschön. Nicht? Na gut, dann sei es geschenkt. Ansonsten, falls du noch mal was sagen möchtest mit dem Sansa Delta, ja, dann ruf 13 Golf Tango 005. Ja, dem scheint nicht so zu sein, dann machen wir einfach weiter. Ja, schade, dass der Tobi da nichts hört. Tobi! Ja, aber Patrick? Ja, ich bin noch hier. Ja, was los? Wo steht denn hier? Wir stehen im Sauerland. Nicht am kahlen Asten, aber fast ähnlich. Ah, da hinten ist auch viel Betrieb heute, wa? Ja, mal, der Horst ist auch da. Merkt ihr den nicht, Patrick? Wir stehen, hat der Stefan mir gesagt. Aber auf der offiziellen Liste ist kein Asten eingetragen. Nee, der macht nicht mit, der Horst. Patrick, hörst du den nicht, den Horst Tango Mobil? Der muss doch auch stark bei dir sein. Horst, was hat der für eine Nummer? Nee, der macht nicht mit, der ist nur so auf dem Berg. Der Horst, der ist immer so, wenn die Events da laufen, dann ist er auch immer da. Fährt seine QSOs und hört da gerne zu, aber der macht bei solchen Sachen nicht wirklich mit. Aber Melli, gerade kurze Zwischensache hier. Also, der Radar. Doch, jetzt ist gut, glaube ich. Ja, ist auch jetzt knapp 10 über der 9. Komm, dann schmeiß die gleiche Sache zurück jetzt. Ja, das ist gut. Danke. Ja, hier ist heute 706-Treffen. Hast du eine 706, darfst du mitmachen, AI.
Hilfe. Hör mal, hier sind so viele Golf-Tango-Stationen, Pepe. Reich dich erstmal durch an den Christian, 13 Golf-Tango 007. Christian, bitte, für den Pepe, 271. Ja, schönen guten Abend, Pepe hier. Christian, 13 GT7. Jawohl, Standort bekannt, denke ich hier. Reisow Eckenhagen. Guten Abend darüber. Ja, schönen guten Abend, Christian. Alles klar, ich habe ihn nur weil hoch in meiner Station und dann Georg von Halle und dann ich habe ein bisschen Sprecher. Ja, so ist das eben. Ne? Aber wollen wir mal weiter machen, wer die noch hier kriegen kann. Aber ich gehe mir mal gerade ein Bier holen. Ich melde mich jetzt wieder. Ja, mach du mal, ich übernehme hier wieder die Führung der Runde. Patrick, unser 13 Golf Tango 24. Kannst du den Pepe auch hören? Den 271. Ja, hallo Pepe, kannst du mich aufnehmen? Hier spricht 13 Golf Tango 24. Ja, ich habe den Georg von dir, habe ihn von Christian, Santiago 4, Radio 4, bei dir auch Radio 4, Santiago 4, Radio 4. Habe ihn verstanden. Keine Problem. Okay, ja, so ähnlich kann ich dir das zurückgeben. Also Radio 4, 5 bis 6, je nachdem wie du die Spitzen hast und F7. Ja, alles klar, ja. Ich habe ein bisschen Brenner, ich habe im Moment ungefähr 25 Mark. Ja, dann kämpft ihr so ziemlich mit gleichen Mitteln im Käfer. So, der Björn ist auch noch drauf, 13 Golf Tango 085. Der Björn, geht das auch zum Pepe? Ja, sicher geht das auch zum Pepe. Hallo Pepe! Ja, ja, Radio bei mir, UKW von dir und S-Wert ist 9. Alles klar. Ja, ich habe ihn gesagt, Moment, gute Präparation, und dann, ich habe ihn 25 Mal, ein bisschen mehr normal, Ja, gut, ich mache ein bisschen mehr Watt, aber egal, geht auf jeden Fall.